Merkel und Söder wollen das Abfackeln von Flüchtlingsheimen belohnen und wollen somit ein zweites 2015 schaffen. Ich glaube einfach, dass es für Deutschland ohne Probleme machbar ist, da noch einen deutlich höheren Anteil an Menschen, an jungen Kindern, an Familienangehörigen entsprechend aufzunehmen. Junge Kinder und Familienangehörige, meint er die hier? Die Kapazitäten sind komplett am Ende. Seit Corona ist Deutschland sowieso schon für die nächsten Jahre komplett am Arsch. Aber wir haben noch Platz. Es ist wirklich endpervers, wie viele Leute. Es sind knapp um die 100 Leute, die hier hoch und runter gehen für 37 Quadratmeter. Auch Merkel ist natürlich von diesem Plan hellauf begeistert und will weitere illegale Migranten aufnehmen. Wie viele, das ist allerdings noch unklar. Kaum haben Merkel und Söder die Einladung an die Brandstifter ausgesprochen, so brennt auch schon das nächste Flüchtlingsheim auf der Insel Samos. So richtig absurd wird es aber erst dann, wenn diejenigen anfangen rumzujammern, die diese Menschen erst in die Camps geholt haben. Ich befinde mich in Lesbos. In der sogenannten Zone. Die Menschen hier, die leiden. Die haben oft keine Hoffnung mehr. Die sagen mir, dass sie Angst vor der Polizei haben, dass die Kinder nicht zur Schule gehen können. Keine Schule, keine Perspektive, menschenunwürdige Zustände. Sowas hätte man verhindern können, wenn man nicht tausende illegale Migranten unter falschen Versprechen nach EU-Europa geholt hätte, sondern einfach mal Hilfe vor Ort geleistet hätte. Aber auf so eine Idee kommt merkwürdigerweise nur eine rechte Hilfsorganisation. Mittlerweile ist klar, nur die Hilfe vor Ort erreicht die wirklich Betroffenen. Vor Ort können wir mit viel weniger Aufwand viel mehr erreichen. Wer es kritisiert, dass es keine gute Idee ist, tausende Illegale unter falschen Versprechen nach Europa zu holen, der wird gleich blockiert. Also, was lernen wir? Menschen vor Ort zu helfen ist rassistisch. Human ist es, sie von ihrer Heimat zu entwurzeln, unter falschen Versprechen nach Europa zu bringen, damit die Kapazitäten, die sowieso schon erschöpft sind, komplett zum Erliegen kommen. Denn wir haben noch Platz. Wir haben Platz! Wir haben Platz! I am once again asking for your financial support.